heute habe ich mal wieder ein Malen gegen Langeweile für euch. Ihr braucht dafür ein weißes Blatt Papier, Filzstifte und bunte Stifte, falls ihr das nachher noch bunt machen wollt. Und ihr seht schon, ihr müsst erstmal so ganz viele geschwungene Linien aus Papier malen und die Zwischenräume füllt ihr dann mit Kreisen aus. Da könnt ihr euch auch richtig viel Zeit lassen und am Schluss könnt ihr das Ganze noch richtig schön bunt malen und das sogar als Deckblatt benutzen.